Dehnungsmessstreifen, das Prinzip. Es geht um Folgendes. Elektrische Widerstände, die ändern sich. Die Mediziner, die wird das durchaus interessieren, wenn sie mal gefragt werden, wie änderten sich der Widerstand in Abhängigkeit von geometrischen Abmessungen, also Länge und Querschnitt zum Beispiel, von irgendwelchen Leitern. Ich komme gleich drauf. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Und zwar, erster Fall. Ich habe einen dicken Zylinder schon mal gedehnt, von dem gehe ich aber aus. Mich interessiert diese Länge hier, weil ab hier ein bestimmter Querschnitt herrscht. Ich habe den mal entsprechend angegeben. Das sind Beispielzahlen, die haben also nichts zu sagen. Das ist jetzt nur für später für eine Beispielrechnung, damit man das auch sieht, dass das stimmt. Und außen an diesem, das ist ein leitendes Material, hier habe ich extra Goldkontakte festgemacht, damit mir auch wirklich keine Schwierigkeiten entstehen bei der Messung. Ich tue mal so, ne? So. Jetzt lässt sich doch vorstellen, dass wenn ich hier eine bestimmte Stromdichte habe, guckt nochmal hier auf die Links, ihr könnt da ruhig raufklicken, das Video bleibt stehen und wartet auf euch, ihr verpasst nichts. Stromdichte. Wenn ich hier eine bestimmte Stromdichte habe, hat die sozusagen, haben die Elektronen hier noch schwerer, durch einen bestimmten Querschnitt durchzukommen. Querschnitt, Querschnittsfläche. Noch dazu haben sie es insgesamt schwerer, bei einer ganz bestimmten Länge. Das drückt sich durchaus in der Formel aus. Der Widerstand dieses Leiters wird berechnet aus dem spezifischen Widerstand des Materials, also für jedes Material anders, multipliziert mit der Länge, ne, je größer die Länge, umso größer der Widerstand, und auch noch geteilt durch die Querschnittsfläche. Das heißt, wenn dieser Wert noch wächst, dann teile ich durch noch größere Größen, dann wird es ja noch spannender. Oder, Achtung, ich zeige das dann nochmal mit Zahlen, wenn dieser Wert wächst, dann teile ich alles hier außenrum durch einen wachsenden Wert, dann wird der Widerstand kleiner. Also cool bleiben. Ich zeige es nochmal mit Zahlen, es geht einfacher. Jetzt nehmen wir mal an, das Ding wäre sehr elastisch und ich würde es wieder zurückschnipsen lassen auf diesen Zustand. Dann lässt sich durchaus vorstellen, bei dieser Stromdichte, dass die Elektronen überhaupt kein Problem haben, denn die haben nämlich eine größere Fläche zur Verfügung. Stromdichte ist ja Ampere pro Quadratmeter, also Stromstärke durch Fläche. Wunderschön. Denkt an den Link, kein Problem, um da nochmal nachzuschauen. Wird ganz kurz abgehandelt in einer Minute. Ist ganz leicht. So, okay. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch alles das gleiche Material, das Ding zurückschnipsen lasse und das Ding ist jetzt nicht mehr 0,25 Meter, sondern nur noch 0,1 Meter, also 10 Zentimeter lang, ja, dann haben es die Elektronen auch nicht so weit. So kann man sich es ganz, sagen wir, volkstümlich vorstellen. Das heißt, hier entsprechend passiert wieder was. Zeige ich dann gleich. Wenn ich dieses langgezogene Ding noch weiter lang ziehe, auf das Doppelte der Entfernung, weiß jeder, ihr könnt es ja auch mal mit dem Honig probieren. Ihr lasst mal Honig runterlaufen und vom Löffel das Zeug wird immer spitzer. Also wenn ich hier einen Löffel habe und ich lasse hier Honig runterfließen, dann ist er anfangs noch relativ dick und aufs Brot tropft nur noch ein ganz dünner Faden. So kann man, der lenkt sich auch, ne? Dann ist der Querschnitt schon viel kleiner geworden. Achtung, der verändert sich quadratisch, auch wenn der Durchmesser entsprechend nur scheinbar die Hälfte wird, verjüngt sich der echte Querschnitt, also die Fläche, weil es ja quadratisch reingeht, viel, viel mehr. So, und jetzt nehmen wir an, ich habe die interessierende Länge für diesen Querschnitt, ist jetzt das Doppelte gewesen. Ja, dann lässt sich bestimmt auch vorstellen, die Elektronen haben es ja noch weiter. Also wie gesagt, sehr volkstümlich erklärt. Wird aber hier nochmal, werde ich dazu auch einen Link anbringen, nochmal ausführlich erklärt, wie der spezifische Widerstand sich errechnet und wie man dann Widerstandsberechnungen überhaupt macht. Gut, jetzt gucken wir uns mal die zweite Seite an, die ich vorbereitet habe. Und zwar war das viele Rechnerei. Ich sagte ja, ich gehe mal von diesem Widerstand, also von dem schon ein bisschen langgezogenen Widerstand Leiter aus und errechne mal den Widerstand. Das Prinzip ist überall dasselbe. Ich habe hier mal einen spezifischen Widerstand von Konstantan ziemlich rund angenommen und ziemlich runde Werte genommen, damit man es leichter verfolgen kann. Wenn ich diesen spezifischen Widerstand, das ist dieser Teil, wenn ich da entsprechend die Werte einsetze und die Einheiten und so weiter und dann mit der Länge multipliziere und nochmal durch den Querschnitt teile, dann kürzen sich hier die Quadratmillimeter raus, die Meter kürzen sich raus, wunderbar. Ich habe es dann hier nur noch mit puren Zahlen zu tun und das Omega bleibt ja übrig für Ohm. Dann hätte ich hier 0,125 Ohm. Das ist ein relativ geringer Widerstand. Wenn ich den
Leiter wieder stauche, also wieder zusammendrücke auf sein ursprüngliches Maß, wie ich ihn mal hatte. Guckt mal hier, andere Zahlen und der Widerstand wird drastisch kleiner. Das ist ja bloß ein Hundertstel, sogar noch weniger. Nee, ein Zehntel. Und jetzt kommt das Verrückte, wenn ich den also noch weiter ziehe und sich die entsprechenden Werte hier wieder ändern, die Rechnung ist immer dieselbe, dann habe ich schon das Zehnfache des Widerstands. Das nimmt man für sogenannte Dehnungsmessstreifen, dieses Prinzip. Und zwar habe ich das mal hier kurz skizziert. Das Prinzip des Dehnungsmessstreifens besteht darin, einen Leiter zu dehnen, lang zu ziehen. Solche Leiter, die werden im Allgemeinen auf die interessierenden Werkstücke aufgeklebt mit einem Spezialkleber, der sich mitdehnen kann. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie eine Eisenlasche habe, ich habe auf beiden Seiten ein Loch, wo Kräfte dran ziehen, dann wird dieser grüne Streifen hier, ich habe ihn extra mal grün gemacht, damit es farblich auffällt, gedehnt. Wenn ich hier einen Strom durchfließen lasse, werde ich sehen, dass sich der Strom ändert. Je länger das Ding wird, umso geringer wird der Strom werden, weil der Widerstand ja gewachsen ist. Das wäre aber blöd, wenn ich nur ein so ein Leiterchen aufkleben würde. Stattdessen macht man es mit ganz vielen Leitern. Der Strom fließt also hier durch und hier und hier und hier. Also hier hätte ich schon einen vierfachen Weg, sodass sich der vierfache Weg dehnt. Und das macht man natürlich noch mit viel, viel, viel mehr solchen Mäandern, sagt man dazu auch. So, und jetzt lässt sich auch vorstellen, gleiches Prinzip, ich schicke hier Strom durch, hier geht er durch, hier kommt er wieder raus, durchs Ampermeter und ich kann direkt sagen, Mensch, dann ist das ja hier viermal so schlimm, denn die Länge geht ja linear ein. Ne? Man nimmt gerne bei Dehnungsmessstreifen, DMS abgekürzt, DMS, Dehnungsmessstreifen, nimmt man gerne das Material Konstantan, das ist übrigens bloß eine Legierung, das ist kein echtes Element, aus 55% Kupfer, 44% Nickel und 1% Mangan oder Molybdän. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß bloß, dass ungefähr 50-50 Kupfer und Nickel drin sind. Warum nimmt man Konstantan? Weil Konstantan sehr temperaturunempfindlich ist. Das heißt also, Roh von Konstantan bleibt über weite Temperaturbereiche gleich. Und das müssen wir ja, denn gucken wir uns nochmal die Formel an. Diesen Wert sollte man bei Messungen, bei Dehnungsmessstreifen also, immer schön konstant halten, so konstant wie möglich. Ja, und Konstantan ändert sich wirklich über weite Temperaturbereiche kaum. Jetzt habe ich entsprechend lang erzählt. Ich musste allerdings die Einleitung geben, denn sonst kann man das Prinzip nicht verstehen. Nebenbei haben wir gleich nochmal geometrische Maße abgehandelt von irgendwelchen Leitern. Ich denke mal, das müsste zum Gesamtverständnis von den Dehnungsmessstreifen beigetragen haben und ich freue mich, wenn ihr euch darüber freuen könnt. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.